RedKun hier auf dem Mobile World Congress 2014 mit der neuen Samsung Gear 2 hier bei Samsung am Stand. Und die bietet neue Features gegenüber der Galaxy Gear, dem Vorgänger. Und zwar ziehen wir die jetzt erstmal ab und schauen uns an, was sie denn so Neues bieten kann. Wer die Galaxy Gear kennt, der weiß, dass diese hier eine Kamera hatte im Armband. Das sah nicht so schön aus. Jedes Mal war ganz offensichtlich eine Kamera auf Personen gerichtet. Das sah für viele Leute nicht so toll aus. Das ist jetzt definitiv sehr viel schlanker geworden, denn die Kamera befindet sich jetzt hier. Das ist eine 2-Megapixel-Kamera, mit der wir auch Videos drehen können, bis zu 15 Sekunden. Und nebendran befindet sich dann auch noch ein Infrarot-Port, also eine Infrarot-LED, mit der wir dann mittels der App Watch On Remote, die ihr vielleicht auch von eurem Samsung Galaxy S kennt, euren Fernseher oder andere Geräte fernbedienen könnt. Ihr habt also hier eine kleine Universalfernbedienung. Über die Kamera-App können wir hier auch schon die Kamera starten. Ihr seht, schön qualitativ, wirklich sehr ordentlich, muss ich sagen. Die Preview ist sehr schnell. Hier über diesen kleinen Icon können wir dann auch direkt einschalten, dass wir ein Video machen wollen. Das Video wird dann einfach gemacht oder das Bild, indem ihr da drauf tippt. Und hier seht ihr auch schon, maximal 15 Sekunden sind hier möglich. Was ebenfalls neu ist, ist hier dieser Home-Button. Der war vorher auch noch nicht da. Durch einen Drück auf diesen Home-Button kommt ihr immer in euren Hauptscreen mit der Uhr und euren Shortcuts. Wenn ihr dann nochmal drückt, dann schaltet sich die Uhr aus. Verbinden tut sich die Uhr mit Bluetooth 4.0 mit eurem Smartphone. Ihr bekommt dann die Notifications hier angezeigt über den Punkt Notification. Und hier können wir natürlich auch unsere Kontakte auswählen, denn wir können das natürlich auch als Bluetooth-Headset benutzen. Schrittzähler ist natürlich integriert, denn das Ganze ist natürlich von Samsung auch als Uhr für Sportler gedacht. Deshalb hat dieses Smartwatch auch jetzt einen Herzschlagsensor, wie wir ihn hier auch von Samsung Galaxy S5 kennen. Und wir probieren das jetzt ganz einfach mal aus. Ich ziehe die Uhr an und wir öffnen die Herz-Heartrate-App. Start. So, das dauert jetzt einige Sekunden und dann wird hoffentlich mein Herzschlag angezeigt. Und dann seht ihr vielleicht, wie aufgeregt ich bin. Ja, das ist schon relativ hoch, oder? Naja, Hauptsache, es schlägt noch. Das hier ist die Version in Braun, Gold oder Kupfer. Sieht wirklich sehr elegant aus, muss ich sagen. Es gibt aber auch noch eine sportliche Version in Orange oder hier eine in Schwarz, Schwarz-Silber. Je nachdem, was ihr eben haben möchtet. Verschiedene Farben für verschiedene Geschmäcker. Das Display hat eine Diagonale von 1,63 Zoll und ist ein super AMOLED-Display. Und Samsung gibt hier die Akkulaufzeit mit 2 bis 3 Tagen bei normaler Benutzung an. Wer es ein bisschen weniger benutzt, soll sogar noch länger damit durchhalten. Also auf jeden Fall ein sehr guter Nachfolger für die Galaxy Gear 1. Wir haben hier sehr schöne Funktionen. Die Uhr ist an sich ein bisschen schlanker geworden. Neue Funktionen und wir können nur hoffen, dass die Entwickler hier wirklich sehr viele neue Apps entwickeln, die auch von den neuen Funktionen hier wie dem Herzschlagsensor Gebrauch machen. Über Apps habt ihr ja hier schon verschiedene Apps installiert. PayPal beispielsweise oder was haben wir hier noch an Apps? Einige. Ihr geht dann einfach in den App Store und könnt euch dann welche herunterladen für die Gear 2. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, sie heißt nicht mehr Galaxy Gear. Sie gehört nicht mehr der Galaxy-Familie an. Das ist auch eine sehr feine Sache. Wir können uns die E-Mails mit dieser neuen Spritztechnologie anschauen, dass wir nur noch das Wort uns angezeigt bekommen. Was ich wirklich sehr, sehr interessant finde. Vielleicht googelt ihr das mal. Das spart
damit können wir beispielsweise ohne Probleme eine ganze E-Mail in sehr kurzer Zeit auf so einem kleinen Display ablesen, wie ihr sehen könnt. Denn wir brauchen da ja nicht so lange für. Bevor wir die ganze Zeit rumscrollen, wird uns das hier Wort für Wort immer in diesem kleinen, dieser kleinen Zeile angezeigt. Wirklich sehr interessant. Also ein sehr schönes Feature. Das ist hier die neue Gear 2 von Samsung auf dem Mobile World Congress 2014.